die Hexendoktorin. Bist du das? Das ist sie. Aber sie schläft. Oder ist in Trance. Oder einer Schlaftrance. Finde einen Weg, sie aus ihrem Hexenschlaf zu wecken. Aufwachen, Schlafmütze. Ich werd verrückt. Diese Trance ist tiefer als ein versunkener Semiotiker. Aber keine Sorge. Es gibt da eine Kanone, die du steuern kannst. Setz einen Kurs. Hoffentlich weckt mich nicht. Willkommen bei Kanonen für Kenner. Wir haben alles für Ihre Kanonenbedürfnisse. Kanonen für Kenner, wenn es Kenner knallen lassen. Willst du es auch mal versuchen? Oh, wie entzückend! Findest du nicht auch? Ja, klar. Gibt es das auch in, du weißt schon, großen Größen? Ich brauche etwas Lautes. Hey, ihr elenden Landratten, das muss lauter sein! Bringt sie runter und verpasst ihr etwas, das den richtigen Punkt hat! Zeigen wir allen, was der Clan vom Fernenberg drauf hat! Bereit machen! Also, wenn das Größte ist, was du hast, ist das okay, aber irgendetwas sagt mir, dass du es besser kannst. Aber die Drachenkanone ist verboten, seit sie im letzten Zeitalter die Drachen des Fernberges geweckt hat. Oh, ist das alles? Dann mal los. Nun gut, Drachenkanone. Drachenkanone bereit machen! In Ordnung, ihr Hunde! Lasst das alte Rohr aufsteigen, aus dem alle weltlichen Sorgen kamen. Heute wühlen wir die Hölle auf. Ist das nicht aufregend? Hängt euch rein, ihr elenden Feigensäcke voll Arsch! Die Kunden können dich den ganzen Tag machen! Dauert bestimmt nur noch einen Moment! Na los, schneller! Die Kundschaft stirbt schon an Altersschwäche! Es tut mir schrecklich! Okay, ich bin wach. Moment. Das muss die zweitlauteste Kanone sein, die ich je gehört habe. Was ist denn jetzt so verdammt wichtig, um mir den Schlaf zu rauben? Sag mir, wie ich eine Anschlagrüstung zerstören kann. Der Grund geht dich nichts an. Ich versuche nämlich, einen Typen zu töten, der eine trägt. Verdammt, sei es drum. Kannst du helfen? Eine Anschlagrüstung zerstören? Unmöglich. Es sei denn, es gibt hier noch mehr Hexendoktorinnen wie mich. Ich kann sie zwar nicht per se zerstören, aber der Fluch des wahren Charakters könnte aus einem Schalenfeigling eine kleinere Kreatur machen. Dann würde die Rüstung einfach abfallen. Andererseits könnte er daraus ein bösartiges Riesenmonster machen. Je nach Charakter. Eins von beidem. Toll! Also, wie machen wir das mit diesem winzige oder riesige Bestie-Fluch? Ich sag dir was. Triff mich in den hungrigen Höhlen und wir stellen den Fluch gemeinsam her. Gemeinsam. Gut, dass du rechtzeitig gekommen bist. Ein Zirkel der Gewundenen ist neulich bei meiner Hütte aufgetaucht und hat meinen Hexenkessel für sich beansprucht. Wir holen ihn uns bald zurück, aber zunächst brauchen wir die richtigen Zutaten. Mehr Hexen! Allesamt Genossinnen und Konkubinen vom braungebrannten Gilbert! Bones, du bist es also, der eine Anschlagrüstung zerstören will. Hat LeChance nicht eine besessen? Ich dachte, ihr zwei wärt wie zusammengebundenes Treibgut in einem schäumenden Meer der Liebe. Hi, das sind wir und werden es immer sein. Aber LeChance wurde entführt und seine Anschlagrüstung ruht auf der Brust vom braungebrannten Gilbert. Ich werde nicht ruhen, bis meine Liebe in meinen Armen liegt und meine Klinge in Gilbert steckt. Platziere das Blutbehältnis und beobachte, wie es seine Magie entfaltet.
bringe es nicht. Flieg los! Neue Munition! Falls du um die echte Magie sind, die tagtäglichen meisterhaften Wortkreationen großer, attraktiver Schreiberinnen. Wieder im Geschäft! Störungspicks machen mir keine Angst. Jemanden gesehen, der so geschickt im Kampf gegen Krustentiere ist. Gut gemacht, aber um den Flug zu vollenden, brauche ich meinen Kapsel. Wir treffen uns am Strand in der Nähe meiner Hütte. Aber Vorsicht! Diese gewundenen Vetteln haben mehr Seeleuten Holzbeine verpasst, als die Rippe der Diamantschwertdolchschere. Komm, schicken wir diese Seehexen zurück in die glitschige See, aus der sie kamen. Hol meinen Kessel und bereite den Fluch vor! Was? Da sind sie! Aber mit wem reden Sie da? Ist das der braun gebrannte Gewehr? Gewehr ist hier? Ich mach mein Schiff bereit! Töte ihn nicht um! Du hast meine gewundenen Freunde auf dem Gewissen. Stell dich mir. Ich will ihre Mörder ins Auge sehen. Wer auch immer du bist, mein stattlicher, geheimnisvoller Mörder, du schließt dich meiner untoten Mannschaft an. Natürlich erst, wenn wir dich tot gemacht haben. Mannschaft, angriff! Halte durch, solange du kannst! Der alte Bones ist auf dem Weg! Das sollte reichen! Glaubst du wirklich den Tod? Zauberkreis! Das reicht jetzt mit dir. Was für ein Sieg! Ich bin so stolz! Feuer und Donner, dein Untergang steht bevor! Bereit und tödlich! Praktizierst du noch immer dunkle Meermagie? Würdest du mich sonst um Hilfe bitten? Du, wirf nun die Fluchessenz in den Kessel! Ah, oh, das ist wirklich schrecklich nett von dir! Tausendmal Dank! Es ist vollbracht! Sammle die Essenz in deinem Fluchbehältnis und du kannst den braun gebrannten Gilbert aus der Rüstung transformieren! Gut gemacht, Hexendoktorin! Du auch, Herzchen! Wie du auch heißen und was du auch tun magst! Los! Zur Höhle vom braun gebrannten Gilbert, um L'Chance zu retten! Wir sollten uns beeilen! Ist ein langer Marsch vor einer längeren Schwimmstrecke! Du kannst doch schwimmen! Bones, du beleidigst mich! Lass mich ein Portal für dich öffnen! Du erstaunst mich immer wieder! Du bist schon seit vielen Monaten mit L'Chance zusammen, Bones! Warum hast du ihn nicht zu deinem Lebensgefährten gemacht?
Ist eine gute Frage, Hexendoktorin. Wenn der braungebrannte Gilbert erst auf dem Meeresboden liegt und Lechans frei ist, mache ich das vielleicht. Versuch jetzt zu verhandeln. Es muss kein Blut mehr vergossen werden. Außer es ist das Blut vom braungebrannten Gilbert. Parley! Verzeihung! Parley! Ich muss zu einem Parley! Nur ein kurzes Parley mit dem Kapitän, wenn das in Ordnung ist. Parley! Hast du einen Termin? Parley? Nein, den habe ich nicht. Das ist doch kein Problem, oder? Parley! Darf ich fragen, worum es bei dem geplanten Gespräch mit Kapitän Gilbert geht? Parley! Er muss Lechans aushändigen oder ihm wird etwas Schreckliches und Gewalttätiges passieren. Parley! Das klingt wie eine Drohung. Ich dachte, wir würden verhandeln. Vielleicht solltest du ein paar Manieren lernen. Auf keinen Fall lassen wir dich mit dieser barbarischen Einstellung rein. Verdammt sei der alte und subtile Kodex des Parley! Das Piratenrecht schützt diese Landratten. Wir können sie nicht einfach niedermähen. Ich erinnere mich, dass wir eine Menge Zeit und Mühe damit verbracht haben, Fluchsaft zu sammeln. Würde das hier funktionieren? Genial! Das könnte funktionieren! Seekreaturen unterliegen bestimmt nicht dem Piratenrecht. Verpass ihnen einen Fluch! Es hat funktioniert! Halt euch ihre feinen Rückenfehler auf! Und jetzt töte diese riesigen Piraten! Schaffen wir immer wieder! Der Gilbert, die Chance, Seelenenergie zu entziehen. Har, har, har! Und mit dem Opfer deines Partners kann ich meine treue Mannschaft aus den Klauen des Todes befreien! Es ist noch nicht zu spät! Wir können die Chance noch retten! Töte die Mannschaft! Schaut gegen uns! Wir sind. Endlos Munition! Du hast keine Chance. Ich habe darauf gewartet, ihn mir anzulegen. Oder nicht? Keine Ahnung. Irgendjemand hat es zwar. Jetzt wird gezaubert. Haben, Bones Threewood.
Aber wenn der Tag endet, werde ich noch ganz sein, während dein Herz nur noch eine leere Hülle ist. Ich überlasse dich den Resten deiner Liebe. Ich bin auf meinem Schiff, wenn du dich ihm anschließen willst. Schatz, mein Herzensgefährte, durch raue und ruhige See. Dieser Körper wird mir fehlen. Ich habe doch so hart an meinem Steißbeintraining gearbeitet. Aber wir haben keine Zeit mehr, Bodenschatz. Du musst Gilbert aufhalten. Ich weiß nicht, wie lange ich diesem Sturm noch standhalten kann. Komm, Herzchen! Der mörderische Bastard ist auf seinem Schiff, bereit zur Flucht! Zeit, das hier zu beenden! Mal sehen, ob der Fluch der Hexendoktorin funktioniert! Platziere das Behältnis und Feuer frei! Nach Hause? Natürlich, Bones. Komm zu meinem Haus! Oh, Bones, hier möchte dich jemand sehen. Bones? Kannst du mich hören, Bones? Lechat! Mein Liebster, du bist frei! Frei und voller Erwartung auf dich. Du kommst immer zu mir, Bonesy. Und hier bist du, so sicher wie die Brandung. Oh, LeChance, ich bin aus echten Knochen und du nur Schall und Rauch. Wir können nicht zusammen sein. Es sei denn, jemand hier benutzt Seezauberei. Herzchen! Verfluche mich! Sicher, wenn das dein Piratending ist. Wenn du wirklich Sushi sein willst, warum sollte ich dich aufhalten? Sicherer als sicher! Wenn ich erstmal eine furchterregende Riesenkrabbe bin, springe ich aus meiner Anschlagrüstung und du kannst meinen schaurigen Geist aus meiner körperlichen Hülle locken. Durch ein altes, geheimnisvolles und kompliziertes Meereszauberritual. Dann rede nicht nur davon! Leg los! Hol meinen Geist hier raus! Bitte! Sicher doch, Bones. Halt still! Bibidi-Badonka-Ba! Es hat geklappt! Endlich bin ich frei von diesem verfluchten Knochengefängnis! Oh, Bones, du bist genauso schön wie an dem Tag, als wir uns kennenlernten. Liebster, wenn ich bei dir bin, bin ich der glücklichste Pirat aller Meere. Ich gebe alle nautischen Ausschweifungen der Welt, bekäme ich dafür nur einen LeChance. Oh, Bones, du bist
ein schrecklicher Halunke. Ah, und vergiss das nie, Liebster. Euch, Mannschaft, überlasse ich meine weltliche Schatztruhe. Wo wir hingehen, brauchen wir das nicht. Das ist alles dein Herzchen. Jetzt begleitet uns fort. Es bringt Unglück, eine Reise ohne ordentliche Verabschiedung zu starten. Normalerweise sagt man, bleibt gesund, aber da ihr ja schon Geister seid, gute Reise? Ist das angemessen? Was? Reise? Aber wohin? Wir haben keine Karte! Ich brauche keine Karte, um zu wissen, dass Abenteuer warten, Liebster. Lassen wir all das hinter uns. Hinfort, Schatz, hinfort. Gemeinsam geht's hinfort. Hinfort, Schatz, hinfort. Es geht so weit hinfort.